Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tibra und dem Radios und dem Anduin. Grüße euch. Ja, wir sind retour in Bolivien, haben gerade eine Dreckrunde hinter uns. Ja. Bei dir sieht man es noch. Ja, ich glaube, ein bisschen Dreck kann man noch. Ja. Also wenn man da so in diesen Pfützen liegt und sich da drinnen bewegt, nimmt man sogar den Dreck an. Ich kann das mal kurz zeigen. Ah, bei mir ist er schon ziemlich weg jetzt. Ja, bei mir auch. So. Robbt ein wenig im Dreck herum. Wir sind unterwegs. Und zwar... Scheiß Radio. Und zwar haben wir gesagt, dass wir mal die nähere Umgebung machen. Wir werden da so diesen kleinen Weg entlang und werden einmal diese Ortschaft machen. Und alles, was uns da so unterkommt, an Santa Blanca Leuten und so weiter. Ja, ist das sie jetzt schon wieder draußen. Ja, gibt's ja nicht. Aber es fühlt sich an, als wären wir los. Du darfst nicht vergessen, dass das Kartell das nur macht, weil sie die Leute bist du dir sicher? Was? Dass wir auf die Richtung fahren? Ja, ja. Wir haben nichts. Darauf? Und die Regierung wird nicht einschreiten. Das wissen okay. wir beide. Schon klar. Aber wenn wir nichts tun, macht das Kartell aus den Leuten Soldaten, Farmer und Kuriere. Santa Blanca richtet sie wie Hunde ab und verbreitet das Übel in die USA und nach Südamerika. Yes. So, falls du jemanden siehst, ich konzentriere mich auf die Fortnummer, sagst du Bescheid. Ich glaube nämlich, dass da irgendwo so ein Santa Blanca-Soldat Einwohner tyrannisiert. Auf der Strecke, zumindest war es bei der Beta-Version so. Okay. Ist mir bei der Beta-Version auch schlecht geworden? Oh, das kann sein, ja. Und zwar war das da hier oben auch, jetzt ist aber niemand da, glaube ich. Nein, das ist ein Einheimischer. Einheimischer. Okay. Also, geradeaus. Geht sie bitte weg da vorne. Du musst nur schnell genug reinfahren, dann hüpfen sie weg. Ja, ja, schau mal. Geht's hier weg? Mhm. Wir gingen da nicht auf Zeiten. Ja. Ziemlich stures Volk. Mhm. Okay, wir weichen aus. Ja, ich glaube, da stehen schon welche. Wenn wir das Auto wieder verwenden wollen, dann weiter. Ja, das nennt man Offroad. So. Dann würde ich sagen. Legst du dich mal den Hang darauf? Oder? Darauf? Ah, du gehst direkt. Okay. Und ich versuch's da auf der linken Straßenseite. Mhm. So, schauen wir mal. Nein, da ist ja nix. Sind keine da? Ah, oh, warte, weiter. Da bei dem Wasserturm. Ah, ich bin zu hoch, glaube ich. Ah, ups. Sehr umwegiges Gelände. Ein Wasserturm. Ich sehe aber jetzt eigentlich auch keiner. Aber da waren doch immer welche, gell? Da sind mal welche gewesen, ja. So, dann schauen wir sich gleich einmal die Ortschaft an. Ist da schon die Ortschaft? Ah ja, Militär. Okay, ich hätte eine sehr coole Position. Mhm.
Dann würde ich sagen, nimmst du den rechts, ich den links, oder? Wo, welchen rechts, welchen? Ah, da vorne. Ah, den sehe ich. Auf den habe ich keinen Preisschuss. Shit. Die zwei violetten? Ich sehe nur einen violetten. Okay, welchen? Welchen ist gut? Der jetzt so die Hände wegstreckt. Ist hinterm Baum, sehe ich nicht. Ach so, du siehst gar keinen. Okay. Ja. Gut. Ja, ich versuche noch irgendwen auszuspielen. Ah ja. Kacke, der zweite ist mein Kommen. Er steht jetzt dahinter der Hausfassade. Ich sehe zumindest, wo er sein sollte. Der schießt aufs Haus. Okay. Dort Positionswechsel machen ist. Bewegt das Ende. Ich glaube, ich sehe ihn. Er ist noch immer hinterm Haus. Ah, jetzt bewegt er sich ein Stück. Shit. Da, du, fuck, du. Der ist eindeutig noch zu weit weg von meiner Fähigkeit. Ja, das Zielen, da sind wir noch nicht weit genug. Warte, ich gehe ein bisschen, nach links rüber. Wirklich da sind. Jetzt ja, jetzt sehen. Bleib mal stehen. Ja. Ach nein. Gott. Bewegt sich noch immer. Ja. Wie lange brauchst du zum Wechseln? Mädel, da ist läuft so er wieder. Ja. Jetzt. Ja, ja, ja. Gut. Schön geflogen. Dann nach unten. Oh, ja. So ein Jeeping steht da. Ich muss da wieder. Die Felswand entlang. Ja, wie man schon gesehen hat, wir haben gewechselt. Wir haben jetzt beide Scharfschützengewehr, beide DMG. Einfach um im Vorfeld immer auszudünnen. Der Radio läuft schon wieder. Ja, warum in Radio immer abdrehen? Ich glaube, wir haben es beim letzten Mal schon erwähnt. Das ist aufgrund der Copyright-Geschichten. Wir haben die Probleme gehabt mit ein paar Musikstücke bei den ersten Aufnahmen. Das ist cool, solange du nicht so weit rechts wärst. Das ist kein Vertrauen. Na? Nimm das Fass. Was für Fass? Liegt bei dir kein Fass auf der Straße? Nein. Okay, fahr weiter. Sind wir im gleichen Game? Spielst du auch Tom Clancy Ghost Recon? Ja. Lass sie uns wieder in Betrieb nehmen. Das bringt garantiert ein paar Kartellschergen auf den Plan. Ah, wir müssen ja dann noch unten. Ich schau mal schnell. Ah, da gibt's eine Crew-Aufgabe. Eine Rebellenaufgabe gibt's dann neben Einsatz im Ort. Ja, ja. Das ist die, wo dann die Wachen kommen. So. Aber jetzt haben wir dann nebenan nochmal in dem Gebäude etwas. Okay. Ja. Was willst du? Nachschubüberfälle finden, Bombensorten, also besondere Fertigkeiten oder Rebellenoperationen. Ich habe bis jetzt immer das mittlere und das rechte genommen. Ich würde jetzt einmal das mit den Nachschubüberfällen, oder? Ja, passt. Wobei, ich glaube, da haben wir sogar noch einen laufen. Gracias. Nein, das haben wir. Der Typ hat einen Kartellhändler ausgeholt. Wir kapern ihn für die Rebellen. Oh, cool.
ustedes están con nosotros. ¿No es así? Hmm. So, und dann würde ich mal sagen, da müssten... Ah, da ist es. Da ist ein Nachschub. Die habe ich schon mal gesehen. Beziehungsweise habe ich noch nicht so einen Moment. Jupp. Wie macht man das, oben eine Mine zu verziehen? Indem man dir einen Haufen Geld bezahlt. Ich versuche mal nett zu dir, wenn ich komisch bin. Weg von dem Jeep, Jungs. So, dann wird da herringen, wer noch? Community oder irgend sowas? Alles klar. Alles gut in dem Dörfchen. So, und jetzt hätten wir noch die Rebellenoperation. Okay. Probieren wir die gleich? Ja. Sollten wir sie relativ gute Position suchen, leider. Also ich glaube, du wirst wieder eher scharfschützenmäßig unterwegs sein, oder? Mhm. Ich glaube, das da oben war ja nicht so gut, weil da haben sie die von der Straße, also erwischt bei der Beta oder so. Ne? Ich gehe wieder rauf auf den Felsen, wie vorher war. Okay. So, wie bin ich da raufgekommen? Wo war das hin? Wenn du dann dort bist. Ja, ja. Vielleicht lassen wir noch eine Minute. Ich laufe immer die Gegend da ab und schaue. Wegen Nachschubkisten, eine habe ich schon gefunden zusätzlich. Okay. Muss ich mir dann auch noch nehmen. Heute ich muss mich da fern der Straße oder über der Straße am besten. So. So. Schau mal. Das wird ein guter Überblick sein. So, kannst du mich sehen? Ja, ich sehe dich da oben. Ich denke, das ist eine gute Position. Ja, sehr gut. Mal schauen, ich kann. Erwischt ziemlich alles hier die Straße. Okay. Soll ich dann da oben gehen? Da ist, glaube ich, das letzte Mal von oben auch da runtergekommen. Starte. Okay. Kommen. Okay, ich sehe sie. Niemanden.
Zaun, war nicht schlecht. Das ist eine Rebelle. Oh. Eine Rebelle ist auch okay. Ich sehe auch keinen mehr. Nein, ich sehe auch kein Auto. Gesendet. Das sollte die Moral der Super. Welt sein. Super, fertig. Super. Gut. Sehr schön. Ich hole dich von da oben ab. Du holst mich ab? Mhm. Wie? Mit Auto? Ja. Okay, ich komme wieder. Ja, doch, ich hole dich ab und wir müssen aber dann noch einmal kurz runter, weil da ist eine Nachschubkiste, die fehlt dir, glaube ich. Also so ein Fass. Mhm. Ich hole einmal unseren Jeep. Okay, wo ist das Fass? Ist in dem Gebäude, wo ich die Mission gestartet habe. Direkt in dem Lagerhaus daneben. Okay. Dann komm schon. Ah, ich laufe schon direkt drauf zu. Okay. Da herein wäre es. Ich bin schon im Ort, ich bin schon im Ort. Das ist jeder Gott. Ja, zumindest ein Schriftzug. Direkt in dem Lagerhaus, wenn du reinkommst, rechts ein grün-gelbes Fass. Achtung, da geht's runter. Ja, bin da auch nochmal. Da drin, da. So, da rechts. Ja, passt. Die von dem. So. Ah, ich glaube, da ist eine Munitionskiste auch, gell? Ja. Dann werden wir gleich noch einmal. Das ist sehr gut. So, dann geht's mit so einem super Jeep. Mhm. Warum haben die eigentlich nicht noch Windschutzscheiben? Hm. So, wohin als nächstes? Ich hätte jetzt da eine Mission da herunten. Das blaue? Ja, also links runter. Ja, wo der Helikopter auch ist. Genau. Ich glaube aber, dass das ein Armeestützpunkt ist. Bin mir nicht sicher. Okay. Nein, das haben wir schon mal gefahren. Wichtige Aufklärungsdaten wären auch in der Nähe. Wo ist das? Richtung Osten. Auf der Straße, die Serpentine runter. Achso. Das hast du nicht eingezeichnet. Okay. Oh ja, das. Genau das. Warte mal, markier es einmal. Hast du es? Ja. Das Gelbe, ne? Wichtige Aufklärungsdaten. Genau. Ja. Dann machen wir. Ja, machen wir das. Das ist vielleicht ein bisschen leichter als wie das Armee. So. Dann geht's da drin. Die gehen mit auf der Straße. Ja, das ist ja Wahnsinn. Da bewegt sich alles auf der Straße. Hallo? Das ist für die Autos. Ja, das ist keine mitteleuropäische Mentalität. Auf dem Weg dorthin kommen wir auf einer Patrouille vorbei. Da ist wieder eine Kiste. Okay. Oh, da hängt einer. Nett.
Ändert aber nichts. Die Scheidung läuft. Ich frage mich, wer hat diese Geschichten erzählt? Ich glaube, das sind unsere beiden, oder? Kannst du sagen, wo du hingehst oder wo du zurückkommst? Heute bist du noch da. Das da unten ist jetzt was. Bleib da stehen. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, ehrlicher genau die. Erinnerst du dich an Kosek? Der Wichser kam nach Hause und seine Frau hatte das Ganze gerade eingepackt. Ja. Er hat auch das Bank kontrolliert. Ich weiß, wenn ich zu Hause bin, zählt für mich jeder Moment. Ich gebe Ihnen alles, was ich habe. Ich gehe wieder links. Jetzt versteht ihr Motherfucker, warum ich bin an der Straße oberhalb. Mich interessieren nur die neuen Stoßdämpfer, die zu Hause in meinen Schock einbauen will. Ich glaube, die Sau liegt an auf mich. Okay. Ich ziele auf den mit dem Gucker. Okay. Geht's? Yep. Feuer. Ich glaube, wir haben sie. Jetzt haben wir ein geiles Fahrzeug. Nett. Und da ist auch eine Kiste. Jawoll, ist der geil. Ich hoffe, der bleibt. So. So, was habt ihr denn? Oh, 11 Liter verfügbar. Testteil. Wie schaut das aus, wenn ich mit dem aus dem Fenster hänge? Oh ja. Boah, der Vorzeitrigger. Da irgendwo rechts oben war die nächste Serpentine runter. Ja, das ist die eine Farm, die man der Peter auch nicht mehr. Ja, was soll ich? Halt, da stehen aber hier ja, warte, das ist nicht so einfach mit dem gepanzerten Ding. So. Ah ja, ich sehe es. Warte, ich stelle mich da seitlich. Perfekte Scheiße! Hier, wäre Nahrung. Ich da. Ich nehme den links. Okay, Moment. Warte, ich habe frisches Gewehr. So, bin auf Scharfschützengewehr. Ich nehme den rechts. Ja. Geht. 3, 2. Eins. Okay, und der Kiste ist auch dort. Yes. Und Motorräder sind da auch, nur ich kann da nicht damit umgehen. Naja, das ist. Mit der würde ich da auch nicht fahren. In dem Gelände. Die haben da Leute aufsteigen. Die haben da Leute erschossen. Ja. Rebellen vermutlich. Oh oh. Ich glaub's. Ich dachte gerade, ich stehe und sitze unser Auto. Aber es steht noch da, oder? Ja, wenn du den Schlüssel abgezogen hast, ne? Ja, steht noch da. Na fein! Gut, weiter. Weiter im Text. Ah, da fahren wir vor der Patrouille. Das ist jetzt ein Einsatz. Wo? Naja, das dauert nur ein bisschen. Deswegen musst du nicht. Wah. Genau. Du könntest es. Oh, wir sind schon da. Das war aber flott. Ich fahre mal da rauf wieder. Ja. Mit dem Auto geht das. Ja. Die sind da vorne. Ich fahre da mal dran vorbei, weil die glauben ja, dass wir zu ihnen gehören. Sicher? Ja. Da fährt er gerade rein. Okay. Das da ist er.
Transportwagen. Ja, das fährt jetzt ein bisschen schneller. Ich kann nicht. Oh yes. Ich bin schon wieder oben. Ah, ich bin rausgesprungen. Okay. Ui. Ich hab das Auto ein bisschen demoliert. Was will der, ha? Junge. Gut. Ah, das ist er. Ah, okay. Ja, cool. Hören. Wer ist da jetzt stehen geblieben? Ja, das sind Leute, die bleiben immer stehen. Ich rede! So, erzähl mal. Man braucht nur zu fragen. Ja, geil. Nett. Cool. Okay. Kann man das Auto noch irgendwie in die Luft sprengen oder so? Keine Ahnung. So, weiter geht's mit unserem fast neuen... demolierten. Fast neuen Auto. Demoliert. Ey, warte. Ah, das sind... Das sind so rücksichtslos da. Das also, ist jetzt musst du aber wieder stehen bleiben. Warum? Naja, da haben wir ja die... Ich muss da über den Rang rüber, da haben wir ja die Aufgabe, ne? Ja, schon, aber da fahren wir rauf, warum? Dass wir eine erhöhte Position haben. Ja, okay. Du kannst da gleich gegenüber gerade rauffahren. In die Gärten. Da in die... Ja. Mhm. Nein, schau dir mal das Auto an, das ist eh schon so demoliert. Den wollte ich eigentlich länger haben. Jetzt will man den einen aufnehmen. So, dann stellen wir ihn da mal rauf. Das ist cool. Nimmt immer Reis aus. Mein Einparken von Autos, da muss ich noch daran arbeiten. Eindeutig. Gut, den Feldstecher. So, ich glaube, ich gehe da noch ein Stück rüber, gell? Oder darüber. Wo bist du? Bleibst du hier an diesem Eck? Das ist eine Maschinenpistole. Ich sehe ein zweites Ziel. Ja, ich bleib da herüben. Okay, dann gehe ich zu den Felsen darüber, gell? Wo ist die Tibra? Ah, da. Ja, passt. Wieder rauf. Ja. Super. Zwei hätte ich schon mal markiert. Drei. Ich schau was gleich an. Und irgendwo muss dann noch einer herumhampeln. Ich glaube vier wollen da. Muss ich nur so von der Beta weiß. Von der Beta. So. Ich robbe da entlang. Okay. Ich habe den auf den vor dem Tor freies Schussfeld. Ja, da muss ich mal umschalten, ich bin beim Feld, Feldstecher. Der geht jetzt allerdings rein. Ja, der andere ist vom Balkon ins Haus gegangen und der zweite ist hinter der Mauer, den sehe ich derzeit nicht. Den sehe ich jetzt dafür wieder. Er kommt jetzt vor, auf den habe ich Schussfeld, sonst sehe ich keinen. Okay, ich wechsle ein bisschen die Position. So, ich hätte jetzt den, der sich drinnen bewegt. Geht's? Okay, der ist zwar jetzt hinter den Blättern, aber jetzt schon erwischen. Ah, jetzt ist er hinterm Auto. Sag, wenn es geht, noch steht er. Bei mir geht's. Okay, geht. Ah, ich hab daneben geschossen. Wo ist er? Da ist jetzt hinterm Auto da einer. Der kommt vor. Wir sind hier, Vorsicht. Komm raus, komm schon raus. Ich hab Geduld. Und der eine ist, glaube ich, schon über die Straße rüber. Nein, er ist hinter der Mauer. Ja, der ist hinter und der Mauer. Ich wechsle die Waffe und gehe mal ein Stück rein. Mhm. Aha, der zweite bewegt sich jetzt wieder, jetzt ist er draußen. Ja. Eine bewegt sich zu dir rauf, Achtung, kein Sichtfeld.
Oh. Scheiße. Ah, da ist er. Ach, Kacki, ich hab mir gedacht, du hast den drinnen. Wenn das gewusst hätte, hätte ich den drin gemacht. Ach, Kacke. Den habe ich. Ich komm zu dir. Ja. Ah, shit, steh auf. Jetzt geht sie wieder, das ist ja nett. Brauch ich dann? Ja. So. Ich lauf, ich lauf, ich lauf. Achtung, der eine bewegt sich aus dem Tor, glaube ich. Na komm, komm. Naja, dann ist es aus. Das dauert zu lang. Okay, dann. Ah, da kommen Rebellen. So. Ich glaube, die haben den letzten erledigt. Okay. Ja. Wir haben sie aufgescheucht. Ich dachte, du nimmst den drinnen, weißt du? Den habe ich nicht gesehen, hab ich ja gesagt. Okay. So. Gut gemacht, räumen wir auf und dann weiter. Ah ja, da ist wieder einer zum Verhören. Pinche cabrón! Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin. So, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen wieder die Fertigkeiten. Ich renne, ich renne! Okay. Hast du den erschossen? Na? Hab ich den erschossen? Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Politiker seinen Auftrag packt. Wir holen ihn uns mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Da liegt noch eins. Da können wir die Rebellenoperation starten. So. Und irgendwo da müsste noch Munition sein. Die ist wahrscheinlich unten im Erdgeschoss. Okay. Habe ich da jetzt alles? Ja. Ja, dann werden wir noch Munition aufnehmen und ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Mhm. Wenn ja, dann dreht's wieder auf bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tita und dem Anduin. Und bis dahin, happy Gaming und viel Spaß mit den Santa Blanca Kartellen. Ciao. Ciao.